So, moin Leute und willkommen zu einem weiteren Video YouTube News. Ja, es ist wieder eine Woche vorbei und das sind die Hauptthemen. Es wurde jetzt ein Ex-Mitarbeiter von Apple gefeuert, also Strafverfahren gegen ihn, weil er Dateien über das Apple Car geklaut hat. Dann ein fragwürdiges NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti Modell wurde gesichtet und dann zwei Operator, Blackbeard und IQ, wurden ja geschwächt in den Testserver, also auf den Testserver. Und jetzt kann man sich die ganzen Belohnungen für die ganzen, dass man auf der Guestliste ist und so in GTA abholen. Also ab jetzt. Und dann kommt die Road to Battlefield 5, also dass man jetzt neue DLC, also DLCs gratis bekommen kann. Dann noch zuletzt Apple-Pläne, also alle Apple-Pläne geleakt. Von iPhone, iPad bis zu dem MacBook, Mac Mini und den iMac natürlich. Und wie immer, diesmal sage ich es ganz am Anfang, alle Artikel, die ich hier vor euch vorlese, die sind alle in der Infobox. Und falls ihr irgendwas kommentieren wollt, dann kommentiert das mal. Würde mich freuen, wenn wir etwas zu diskutieren haben. Fangen wir mal an dann. Ja, das Strafverfahren wurde jetzt aufgesetzt auf einen chinesischen, ja, Ex-Mitarbeiter von Apple, denn der hat ganz, ja, ganze 40 GB Daten vom Apple iCar geklaut, also dass diese Daten von dem Mann auf dem Laptop der, ja, seiner Frau. Und bei sich selbst, der konnte einfach ganz leicht die Daten klauen, weil er in dieser Branche, in der Branche arbeitete, nämlich als ja, dieser Moment. Also der wollte auf jeden Fall zu diesen E-Auto-Tochter X-Motors, diesen chinesischen Fahrzeughersteller wechseln, weil, ja, weil das ein ganz günstiges Start-up-Unternehmen ist und ja. Also die ganzen technischen Dokumentationen hat er alles einfach vom Apple, also ja, Apple Server runtergeladen. Also nicht den normalen Server, sondern im Apple Hauptgebäude bei dort, ja, als Mitarbeiter, wo man dran kann halt. Und ja, Apple ist, will jetzt sich verschärft nochmal gegen diese Leute wehren. Weil das einfach nur ja, Verletzung der dieser eigenen Dokumente und sowas ist. Deswegen, kurz bevor dieser chinesische, sagen wir mal so, Spion abfliegen konnte, wurde er noch am Flughafen abgefangen von der Polizei. Und ja. Ja, die ersten Infos sind zu diesem Apple Car jetzt rausgekommen, nämlich am Anfang hat sich Apple auf das Autoprojekt, ja, sich selbst, also ein Auto, zusammen, also Prototyp-Auto gebaut und jetzt sind sie ja, stärker an die an das autonome Fahren interessiert und jetzt mitten in diesem Projekt sind inzwischen 50 Firmenlizenzen für Roboterwagentests enthalten. Ja, dann kommen wir zu etwas Fragwürdigeren, wie schon gesagt. Die eine fragwürdige GeForce GTX 2080 Ti wurde bei Ashes of the Singularity aufgetaucht. Also irgendwie gesehen sozusagen. Denn der Name wurde letztens in den Gerüchten und Spezifikationen widersprechen. Denn eigentlich würde jetzt eine GTX 11er-Serie rauskommen. Aber aus dem erscheint schon ein frühes Ti-Modell als unwahrscheinlich. Aber laut diesen Benchmark-Daten ist es angeblich, also indis manipulierbar. Also man kann es eigentlich nicht manipulieren, aber vielleicht hat ja auch jemand verarscht. Aber hier steht Näheres, so. GeForce GTX 2080 Ti ohne Quelltextänderung anzeigen ließe, sollte die Grafikkarte doch echt sein, wäre
trotzdem keine baldige Veröffentlichung zu erwarten. Eine neue Generation leuchtet Nvidia seit Jahren mit der 80er und 70er Modellen als temporär High-End ein, bevor zeitlich versetzt die Ti GeForce folgt. Also das bedeutet, dass ja die als erst die High-End-Modelle 80, also mit dem Ende 80 und 70, als erst ja, released werden, danach die schwächeren und danach also ich glaube ein Jahr danach wird dann die Ti-Version released. Aber sehr unwahrscheinlich, dass eine GTX 2080 Ti einfach so, ja, nächstes Jahr released wird. Naja, sind wir mal gespannt, ob es jetzt die 11er-Serie ist oder eine 20er-Serie. Aber ich tippe so auf die 11er-Serie auf jeden Fall. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Also, es in dem Patch, was auf dem Testserver jetzt ist, sind im Changelog enthalten, also kleine Balancings an den Operatoren Blackbeard und IQ, die wurden nämlich etwas geschwächt. Ja, am 11. Juli ging der neue Patch für den Testserver Rainbow Six Siege, Testserver natürlich, raus und ja, die Operator, die Balance, große Balancing bekommen haben, sind die Operator Finca, IQ und Blackbeard. Finca gilt schon, ja, als der stärkste Operator und der Patch sollte etwas sie ja buffen, also runterstufen. Und ihre relativ unzuverlässigen Blendgranaten werden durch effektive Splittergranaten ersetzt. Also schon effektiver, naja. Dann zudem kann ihr Smoke als Kontrahent nun weniger gefährlich werden. Operatoren, die Nanobots durch Finca erhalten, nehmen jetzt nur noch 50% mehr Schaden durch Smokes Kanister oder nicht länger und nicht länger doppelt so viel. Bleibt abzuwarten, wie sich noch stärkere Finca auf eine finale Balance auswirkt. Dann ein schwächeres Schild und weniger Reichweite. Also IQ und Blackbeard erhalten jetzt hingegen Nerfs. Also die werden wirklich jetzt abgeschwächt. Nämlich IQ verliert ihre Splittergranaten und bekommt stattdessen ein Declaymore. Dann noch die Reichweite ihres Scanner wird von 20 auf 15 Meter reduziert. Ja, und die Spielbarkeit von IQ langfristig zugute kommt. Das ist schon mal gut. Und ja, Blackbeard Schild wird von 60 HP auf 50 HP abgeschwächt. Er darf sich damit aber immerhin ein bisschen schneller bewegen. Also schnelleres Bewegen ist wieder drin dann. So wie diese Bugs, die da in der letzten News, die ich erwähnt habe, dann. Dann weniger Sch also das Schild lässt sich in Zukunft durch weniger Schüsse zerstören, um an Blackbeard heranzukommen. Das wird also noch einfacher, an Blackbeard das Schild zu zerstören. Und auch Dokkaebi bekommt eine Änderung, nämlich ihre Claymore wird durch eine Blendgranate ersetzt. Hierzu kommen weitere Neuerungen und Bugfixes. Natürlich kann sich bis zum fertigen Patch im Spiel noch einiges ändern. Das sind die Patch Notes. Finca Stunts have been replaced by frags. Ach, wie ich schon gerade erzählt, da oben. Alles geändert. Dann kommen wir zum etwas Erfreulichen. Denn alle, die sich bis zum 9. Juli ja eingeloggt haben in GTA Online, können, also nicht nur können, sondern wenn sie sich jetzt einloggen bis spätestens 16. Nee, entschuldigt. Erstmal komplett neu, sondern also die Leute, die sich jetzt bis zum 9. Juli eingeloggt haben in GTA Online, sind jetzt auf der Gästeliste und bekommen, wenn sie sich jetzt einloggen, nochmal also haben dann auf ihrer Bank diese GTA-Dollar gutgeschrieben, also 300.000 GTA-Dollar gutgeschrieben bekommen. Ja, und dann gibt es nochmal einen Bonus für 100.000 GTA-Dollar, die bis spätestens, also, ja, die Gästelistenmitglieder, die sich ja bis zum 9. Juli jetzt eingeloggt haben, bekommen nochmal einen extra Bonus, denn die bekommen jetzt einen pinken Drahtmodel Bodysuit und einen Bonus von 100.000 Dollar, der bis spätestens 16. Juli bekommen.
auf der Maze-Bank-Konto eintreffen sollte. Dann gibt es nochmal GTA-Dollar und RP-Boni. Also plündert euch bis zum 16. Juli durch die Lüfte, diese ganzen Missionen und alles. Dann gibt es nochmal Rabatte auf diese ganzen Fahrzeuge, Flugzeuge, Supersportwagen und mehr. Also die Fahrzeuge sind der Supersportwagen, die Klassiker und dann noch Verbesserung an den Fahrzeugen ist auch nochmal auf 25% Rabatt und 40%. Ja, Kleidung gibt es auch natürlich ein bisschen Rabatt, nämlich 25% bei Fallschirmen und dann Flieger- und Flugrennanzüge und alle Kleidungsstücke aus dem Schmuggler Run DLC. Dann kommen wir zum nächsten Thema, denn die Road to 5, to Battlefield 5 gibt jetzt wieder, also für die Leute, die Battlefield 1 haben, gibt es kostenlose DLCs und auch die Leute, die Battlefield 4 haben, gibt es jetzt vorübergehend kostenlose DLCs, ja. Nämlich für Battlefield 1 gibt es den Touring Tides, das DLC ist kostenlos, und für Battlefield 4 gibt es den Second Assault, also DLC kostenlos. Für eine kurze, beschränkte Zeit, nämlich bis zum 17. Juli, können sich die Spieler die beiden DLCs kostenlos herunterladen. Dann kommen wir zum letzten Thema. Das sind jetzt alles Leaks, also bitte mit Vorsicht genießen. Das sind nämlich Apples Pläne, die geleakt wurden. Also nur nicht, das nur so sowas wie Gerüchte, also mit Vorsicht genießen. Ja, bis zum Herbst ist es noch eine gewisse, so eine 2 Monate Zeit und deswegen gucken wir mal, was dieses Update bringen wird. Nämlich ein neues 11 Zoll iPad. Und das soll so wie ein iPhone X aussehen. So wie das neueste, die neueste Beta-Version. Ist schon bestätigt. Denn da steht drin iPad Unlock with Face ID. Und dann noch drei neue iPhones. Nämlich das iPhone 11, iPhone XL und das iPhone XS. Und ja, das kleine iPhone SE 2, das wird wahrscheinlich nicht geben. Also das wird wahrscheinlich eingestellt, aber für Apple ist immer für eine Überraschung gut. Ja, und hier nochmal die ganzen Größenordnung. Das billigste Modell, das iPhone XS, wird es mit 6,1 LCD Zoll. Also LCE, die LCD-Variante wird dann 6,1 Zoll sein, die OLED-Variante mit 5,8 Zoll und das iPhone X Plus, das größte iPhone, was wahrscheinlich die meisten freuen würde, wird ein Panel von bis zu 6,5 Zoll haben. Und ja, das iPad Pro wird 11, eine Version mit 11 Zoll und das andere mit 12,9 Zoll haben. Ja, dann kommen wir zu den Macs. Also aktualisiert, es wird ein aktualisiertes MacBook geben. Mac Mini unwahrscheinlich. iMacs wahrscheinlich. Also im kommenden Herbst wird es natürlich, sollen MacBook Pro einen neuen Prozessor-Upgrade erhalten. Dann, tja, das wird wieder ein, vielleicht wird es ein MacBook Air geben. Und es soll auch ein neues 12 Zoll MacBook, also das, die kleinste Variante geben. Dann, ja, iMacs soll es ein signifikantes Upgrade der Displays geben. Prozessor-Upgrade wahrscheinlich. Gleiches gilt angeblich auch für das Mac Mini. Das 3 Jahre alte, nicht aktualisierte Mac Mini. Ja. Wer weiß, ob es noch kommen wird. Dann, es soll auf jeden Fall eine Apple Watch Series 4 geben. Also die Apple Watch wird das Display größer bekommen. Anstatt, also die kleine Variante ist von, nein, ich sage jetzt mal, die kleine Variante soll von 38 auf 39,9
9 mm anwachsen. Dann die aktuelle 42 mm Modell wird auf 45,2 Modell anwachsen. Also ein größeres Display bekommen natürlich. Ja, und das waren eigentlich alle Sachen zu den Apple-Plänen dieses Herbst, was rauskommen wird. So, ja, das waren alle News. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert mich, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann bis zur nächsten Woche. Ciao!